architektonisch gesehen, glaube ich, machbar auch. So, jetzt nur noch gucken, wann dass wir das eben fertig gemacht kriegen. Hier ist ja dann dieses Pub oder was? So, hier lasse ich so zwei Fenster drinne. Ich bin froh, dass ich die Feather Falling Boots habe, sonst wäre ich bestimmt schon 4 Milliarden Mal gestorben. Oder dass ich die Zeppelins die ganze Zeit in der Tasche habe, das gibt mir gerade ein bisschen auf den Keks. So, und jetzt... Halt. Ich werde mehr brauchen. Ich mache nochmal schnell ein paar Treppen nach. Ich wollte doch noch über irgendwas anderes quatschen, oder? Ich habe den Free Comic Book Day jetzt gehabt. Ich habe Schlafschwierigkeiten gehabt. Ich habe Schlafentzug gehabt. Und was noch? Wollte ich nicht noch über irgendwas quatschen? Ich glaube schon. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Kommt vielleicht vom Schlafentzug. Ne, Quatsch. Ich habe ja jetzt gerade eben nochmal... Also was ist gerade eben vor? Jetzt ja mittlerweile auch schon wieder eine Stunde. Ziemlich gut geschlafen. Mir dann nochmal ein Mettbrötchen gemacht. Ein gutes Mettbrötchen mit Zwiebeln. Ja. Dann gekochtes Ei dabei. Ja, jetzt rede ich wieder über Essen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... Vielleicht fällt mir ja einfach nichts anderes mehr ein, als ständig über Essen zu quatschen, ne? Aber Essen ist ja auch... Ist ja auch was Schönes, ne? Das ist ja auch... ein bisschen vielleicht sogar eine Passion für den einen oder anderen. Also ich schlemme auch mal gerne. Muss ich ja sagen. Aber ich kann halt einfach nicht mehr so viel essen. Habe ich letztens auch schon mal gesagt. Weiß ich. Aber ist halt so und bleibt auch so. Ich kann einfach nicht mehr so viel essen wie damals. Und dabei würde ich es mir teilweise echt wünschen. Weil die Sachen dann so lecker sind. Kennt man bestimmt selber auch so, dass man dann einfach nur noch stopft. Man weiß so, man kann nicht mehr. Es geht nicht. Du bist so satt. Aber es ist so lecker und du willst es nicht stehen lassen. Du willst es einfach nicht stehen lassen, aber du kannst nicht anders. Du bist gezwungen sozusagen von deinem eigenen Magen, jetzt aufzuhören zu essen. Warum habe ich die Spitzhacke weggeworfen? Ich brauche noch ein paar. Aber du kannst halt einfach nicht mehr. Und das habe ich in der letzten Zeit dann öfters mal gehabt. So lecker gegessen. Boah, ein Grillteller. Mit so einem guten Steak drauf. Schon lange nicht mehr. Hatte ich davon erzählt, als ich da in dem Wellness-Dingsbums drinne war. Fast schon wieder runtergeflogen. Das bin ich, da kann ich, das kann ich echt gut runterfallen. Nein! Tschüss. Komm ich hier durch? Ich komme aber damit aus, das ist okay. So, so, so. Und so. Und den Rest kann ich von drinnen machen. Also kann ich mir hier auch die Treppe wiederholen. Muss jetzt hier einen Baum weghacken eben. Na, der ist ganz okay. Da dürfte genug Holz dran sein, um oben den Boden fertig zu machen. War nur noch der eine Klotz, ja, wunderschön. Haben wir genug? 36 Stück? Ja, dürfte okay sein.
Oh, wenn das mal nicht wieder der Soundtrack, einer der Soundtracks ist zu Contrast, was ja auch ein mega geiles Spiel war. Und da hoffe ich da, jetzt gerade wo ich es höre, da hoffe ich, kommt noch ein zweiter Teil irgendwann mal raus. Ist halt ein Indie-Game gewesen und Spielzeit war nur, ich glaube, 3 Stunden oder sowas. Aber ich liebe diesen Swing, der die ganze Zeit da untergebracht war auch. Und ja, das war einfach schon von der Atmosphäre im Spiel auch wieder was anderes. So, ich brauche auf jeden Fall einen Tisch hier oben jetzt. Ansonsten werde ich wahnsinnig. Ja, das war voll gut. So. Deckenlampen. Da eine hin. Und da einen. Dann ist eigentlich fast genug Licht für den Ding hier oben. Jetzt brauche ich noch ein paar Platten. Schön. Somit haben wir direkt auch das Dach beleuchtet und natürlich auch hier den Innenwohnraum. So, tschüss Himmel. Weg. Und hier kommt dann überall Glas rein, würde ich sagen. Hier. Ist ganz okay, glaube ich, geworden. Gucken wir mal. Ja, doch. Kann man so nehmen. Finde ich gut. Behalte ich so. Vielleicht hätte man auch da noch einen Balkon vormachen können. Wäre bestimmt auch ziemlich cool. Einen kleinen zumindest. Habe ich noch... Nee, aber kann ich mir bauen? Ist okay. Moment. Komm mal her. So, konnte ich mir eben bauen. Und dann nehme ich, glaube ich, sogar... Komm, ich mach mal was. So. Die beiden stelle ich jetzt so übereinander und mache mir da Block of Pillar von. Das ist so ein bisschen ein wenig dekadent zwar, aber ich glaube, das könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. Da einen hin und da einen hin. Und dann kommt... Hier so hin. Ich glaube, das ist okay. Habe ich noch? Ja, habe ich auch. Den Tisch hier oben stehen. So, bauen wir uns mal gerade ein paar Glasscheiben und schmeißen die auch hier rein. Ja, okay, das ist jetzt da zwar dann connected, aber das ist nicht so schlimm. Na komm. Wir müssen eins nach unten. So. Das war falsch. Da noch hin. Da noch hin. Das war auch wieder falsch. Wunderbar. Ich bin der Beste. Schön. Ich mache irgendwie fast immer viereckige Fenster, ne? Ja, haha. Das ganze Spiel ist viereckig. Aber... Ihr wisst, was ich meine. Einfach so, dass die Fenster zusätzlich auch noch viereckig sind. Hier drinnen fehlen auch noch Fenster, habe ich gerade gesehen. Das müssen wir ändern. Na, hier auch wieder viereckige Fenster. Ja, okay, hier der Balkon ist natürlich... Ich finde, der ist cool geworden. Wenn hier dann irgendwie mal das Ganze ein bisschen mehr ist und man nach links und rechts gucken kann und hier ist echt richtig fette Stadt so geworden. Oh, fuck. Ich glaube, das kann dann schon richtig was. Hier, das Dach muss ich noch zumachen. Fällt mir gerade auf. Also, bauen wir mal eben hier die Sachen ab.
So, gib her, dankeschön. Und dann wäre das auch fertig. Muss man jetzt nur noch einrichten und irgendwie was draus machen und vielleicht noch Räume einteilen oder so. Hier natürlich auch. Warte mal eben. Ich muss natürlich auch noch. Nehmen wir eben 20 Stück. Dann mache ich mal gerade so und so und so. Habe ich 3 Türen. Habe ich 4 Türen. Ich bin ein Viertürer. Hier ist auch schon... Nein, hier ist noch kein richtiger Boden drinne. Dann mache ich eben mal so. So. Dann können wir jetzt die Tür auch... Hier machen wir so. Jo. Passt doch. Finde ich gut. Und hier können dann... Nee, hier möchte ich in dem Pub im Endeffekt möchte ich erstmal einen dunklen Boden drin haben. Das ist gut, dass wir noch einen Sportswood noch haben. Ja, das war eins zu viel auch. Aber ich möchte hier auch dann gefärbte Glasscheiben drin haben. Irgendwas Dunkles. Weiß ich noch nicht genau was. Aber irgendwas Dunkles. So, dann kann ich jetzt erstmal hier weitermachen auf jeden Fall. Na, komm her. So. Wand fertig. Zweite Wand. Das ganze Ding hier, also dieses Pub oder was das werden soll, also ich wäre halt dafür wirklich, dass es Pub wird oder so. Würde ich dann auch nur eine Etage hoch machen. Also das ist hier ist dann wirklich schon alles. Vielleicht später nochmal ein Keller oder so. Weiß man nicht. Ein Keller wäre vielleicht ganz lustig, um da dann... Kann ich mit irgendwas simulieren, dass da Billardtische stehen würden und so? Gibt es irgendwelche Stoffe, die ich benutzen könnte? Fällt mir jetzt nicht ein. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich brauche mal eben was von dem blauen Zeug. Ich brauche das hier. Ach, so geht's nicht. Schade. So geht es also nicht. Habe ich unten noch gefärbtes Glas denn? Ja, habe ich. Aber leider nicht mehr. Doch, hellblau. Ich will, wenn dann dunkel haben. Ich bräuchte noch einen Sand. Wenn ich noch einen... Nee, halt, ich brauche mehr. Wie viel Sand habe ich noch? Gut, an Sand habe ich noch genug. So dunkelblaue Scheiben sind, glaube ich, okay. Ja, jetzt nehme ich schon wieder 1,5 Stunden auf. Und habe in dieser Aufnahme dann aber über nicht so viele tolle Sachen gequatscht, glaube ich, oder? Sollte ich mir vielleicht... Entweder mich mehr aufs Bauen konzentrieren oder bessere Themen noch besorgen. Ach, guck mal. Ich habe Kohle gemacht. So. Ach ja, aber ich wollte ja in dem Pub irgendwie vielleicht... Ach, das sieht aber echt gut aus mittlerweile. Mit den ganzen Häusern, die jetzt hier stehen. Doch, das sieht schon gut aus. Und dann irgendwie wollte ich ja hier so eine Brücke rüber machen, ne? Wobei man vielleicht ja auch mit Absicht sagen kann, dass Pub... hat ein Flachdach
Und dann ist das so eine richtige Fußgängerbrücke teilweise auch, die dann da oben vielleicht in irgendwas reinführt oder so. Oder hier oder, keine Ahnung, dahin irgendwo. Und dann kann man über das Dach, also das dann gleichzeitig ein Stück ein Weg ist, den ich dann natürlich ein bisschen ummodeln muss. Und dann geht hier eine schmale Treppe runter. Also wirklich eine schmale Treppe. Hier ist ein Geländer, was dann da wirklich lang führt. Und dann kann man hier aber trotzdem noch entlang gehen und hier ist irgendwas in der Ecke. Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich sie umsetzen soll. Ich finde auf jeden Fall das hier jetzt, allein diese Häuserwand bis zu dem Turm und so. Guck mal, wie das jetzt schon wieder aussieht, wenn wir hier so lang gucken. Genau jetzt diesen Bildausschnitt nehmen. Warte mal, wie kann ich hier so machen? Ne? Sieht doch schon mal... Also ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Fast wie so ein Screenshot. Bildschirmschoner, Moped-Ding. Da wachsen unsere Bäume gerade nach. Das ist auch schön. Muss ich vielleicht gerade die Karte nochmal aktualisieren? Die hier. So. Und da ändert sich nämlich direkt mal wieder der Aufbau der Karte. Sieht doch gut aus. Hier hat sich nicht viel dran getan, oder? Ah, doch, ein bisschen. Ach stimmt, ich habe da hinten nur das Wasser zugemacht. Und hier ein bisschen was aufbereitet. Muss man die Karten natürlich auch immer schön aktualisieren. Ja, guck mal, wie das mittlerweile aussieht. Das ist ja mehr und mehr immer wirklich eine Stadt. Ist doch cool. Ich freue mich. Ein Schiff, das klar zu erkennen ist im Hafen. Leider nur eins aktuell. Aber da kommen bestimmt noch mehr. Viel Baufläche noch frei. Ich bin gespannt. Mal gespannt auf jeden Fall, auf was für Ideen ihr auch noch kommt, wie wir was als nächstes irgendwo bauen können. Ich brauche jetzt eine Spitzhacke, eine Schaufel, um das hier als nächstes alles wegzumachen. Und dafür würde ich aber als... Weiß ich gar nicht, oder? Also um hier als nächstes wirklich weiterbauen zu müssen, zu können, muss ich da hinten erst die Sachen wieder weiter ausbauen. Unsere Schafe, unsere Schafgehege im Endeffekt, um ja dann auch unseren Züchtwald, den ich haben möchte, hier zu haben. Um den hier angebaut zu haben. Wobei, vielleicht macht er sich gut. Wenn hier die Schafe nach da gehen, also sich nach hier ausbreiten noch, dann hier vielleicht neben der Uhr, also das ist dann neben der Uhr hier das Areal wird. Boah, krass, da muss ich so viel machen dann. Ist aber eine gute Idee, glaube ich. Weil das dann trotzdem alles kompakt ist. Und es liegt sozusagen hinter der Stadt. Also man kann zwischen den Häusern dann durchlaufen und kommt in den angelegten Wald. Hat hier die Schafe. Und eine Kuh. Und das ist auch noch eine Kuh. Hier auf jeden Fall dann die ganzen Schaffarmen und Kuhfarmen und Schweine müssen wir irgendwann auch nochmal haben. Hunde und hast du nicht gesehen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, und jetzt, wo es gerade wieder anfängt zu regnen, würde ich sagen, beende ich dann für jetzt, für heute hier. Render, fang an, das Ganze zu rendern. Mach vielleicht die eine oder andere Folge mal ein bisschen länger. Ihr könnt mir gerne was dazu schreiben. Wir gucken uns den Turm dabei an. Und ich würde sagen, heute ist nie alle Tage. Ich zog wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ich über irgendwas Bestimmtes... Ach, ihr wisst doch. Irgendwelche Ideen einfach in die Kommentare. Ich guck dann, wie ich das verarbeite. Bis zum nächsten Mal, Freunde.